wir eben hier oben eine Aufhängung haben. An diese Aufhängung haben wir eine Feder angehängt und an diese Feder wiederum eine andere Feder und an diese andere Feder eben eine Masse. Und daneben habe ich mal ein normales Federpendel gemalt, da man sich die Unterschiede, die hier ja bombastisch groß sind, sich veranschaulichen kann. Und zwar sehen wir, beim normalen Federpendel haben wir eben nur eine Feder, während wir bei diesem Federpendel hier zwei Federn haben. Und da der Unterschied hier eigentlich gar nicht mal so groß ist, könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum kann ich denn eigentlich nicht die Formeln vom normalen Federpendel auch auf dieses Pendel hier anwenden? Denn der Unterschied ist ja eigentlich nicht so groß. Aber wenn man sich die Formel mal anschaut, und zwar t ist gleich 2pi mal die Wurzel aus m durch d und Omega ist gleich die Wurzel aus c durch m, dann sieht man warum. Und zwar kann man jetzt zwar erkennen, okay, 2pi, das ist konstant, m die Masse, das haben beide hier, wenn man die Masse der Feder vernachlässigt, ist das also auch gleich. Aber d, die Federkonstante, die stellt ein kleines Problem dar. Und zwar haben wir beim normalen Federpendel haben wir nur eine Feder mit einer Federkonstante, also d. Aber hier bei diesem Pendel haben wir eben zwei Federn. Das heißt, sie haben beide eine eigene Federkonstante und bilden dann eben zusammen eine sozusagen Gesamtfederkonstante, die wir jetzt errechnen müssten. Das heißt, wir errechnen jetzt eine Gesamtfederkonstante, dg nenne ich sie mal, Index g für Gesamt. Und wenn wir die herausgefunden haben, dann können wir die theoretisch in diese Formel hier einsetzen. Und dann müsste das Ganze auch für dieses Pendel funktionieren. Das heißt, in den Videos wird es darum gehen, diese Gesamtfederkonstante dg rauszufinden. So. Und um diese Federkonstante herauszufinden, müssen wir uns erstmal Gedanken machen, was für Kräfte hier denn eigentlich wirken. Und zwar wirkt die Masse hier ja auf die Feder Nummer 2 eine Kraft aus. Und da die Feder Nummer 2 eben nirgendwo anders aufgehängt ist, da die eben hier an der Feder 1 hängt und nirgendwo anders, wirkt sich eben auch genau die gleiche Kraft auf die obere Feder auf Feder 1. Das heißt, wir haben hier zweimal eine gleiche Kraft, ich nenne sie beides mal F, jedoch beides mal mit anderen Formeln. Und zwar gilt ja für beide Feder das Hooke'sche Kraftgesetz, das heißt auf gut Deutsch die Federkonstante, das heißt beim Pendel 1 sagen wir mal D1, auch bei der Feder 1 D1, mal ihre Auslenkung S1. Und beim zweiten Pendel eben D2 mal S2. Wichtig ist, dass auch die Auslenkungen hier verschieden sind. Und zwar haben die Federn ja unterschiedliche Federkonstanten. Das heißt, sie lassen sich unterschiedlich schwer auseinander, beziehungsweise ja doch auseinanderziehen. Und somit lenken sie sich auch unterschiedlich stark aus. Das heißt, die eine Feder lenkt sich mehr oder weniger aus als die andere. Und die beiden Auslenkungen der Federn zusammen, also S1 plus S2, ergeben eben die Gesamtauslenkung S. Das heißt, wenn ich das Ding hier um S runterziehe, dann lenkt sich die Feder 1 eben um die Strecke S1 aus, die Feder 2 um die Strecke S2 und beide zusammen ergeben eben die Strecke, um die ich das Pendel nach unten gezogen habe. Das sollte auch relativ verständlich sein, muss ja so sein, anders wäre es ja irgendwie doof. Okay, aber damit beschäftigen wir uns erstmal nicht, sondern wir schauen erstmal auf die Kräfte weiterhin. Und zwar sehen wir hier, wenn wir beides mal F. Und da sehen wir, okay, wir können gleichsetzen, denn D1 mal S1 ist gleich F und D2 mal S2 ist auch gleich F. Das heißt, wir können sagen, D1 mal S1 ist gleich D2 mal S2. Und da wir jetzt S und S und D zusammenbringen wollen, weil wir gerne gleiche Sachen auf gleichen Seiten haben, teilen wir jetzt hier durch D1, dann steht da S1 ist gleich D2 durch D1 mal S2. Und auf diese Seite, beziehungsweise jetzt teilen würde ich S2. Und dann haben wir S1 geteilt durch S2 ist gleich D2 durch D1. So. Und das ist eigentlich die erste schöne Erkenntnis. Da sehen wir hier, die Strecken verhalten sich genau umgekehrt zu den Federkonstanten. Und mit dieser Formel werden wir jetzt hier gleich weitermachen nach einer kurzen Pause, in der ich die Tafel wischen werde. Und ich hoffe, ihr seid dann gleich auch noch dabei. Bis dann.